Was geht ab, meine Z-Fighter aus der Rio, und wir sind nun für die Summons für einen neuen Legend Step-Up Banner auf Dragon Ball Legends. Es sind nämlich die Family Kamehameha Charaktere. Zum einen finde ich wirklich sehr cool, denn auf der globalen Version auf Dokkan Battle ist ja die Thematik so gesehen auch gerade Eleguan und Goten, also auch die LF Family Kamehameha Trio oder das Family Kamehameha Trio, sage ich mal. Apropos Dokkan Battle Global, ich habe die Summons von Eleguan und Goten, die wollte ich eigentlich heute raushauen, aber es wurde ein wenig aufwendiger, als ich es dachte. Ich werde versuchen, die Summon oder das Summon-Video von Eleguan und Goten morgen rauszuhauen. Ich würde auf jeden Fall sehr viel, falls ihr Summon werdet, sei es für Dokkan oder hier auf Legends oder wenn ihr schon gesummt habt, könnt ihr mich auf jeden Fall gerne wissen lassen. Wir werden heute auf Dragon Ball Legends Summon, Freunde, für die neuesten Family Kamehameha Charaktere. Die sehen wirklich sehr geil aus, Freunde. Sie sehen nicht nur geil aus. Ich meine, da dieser Goku ist der Active Skill von Dokkan Battle Global. Deswegen finde ich das gerade umso geiler. Und by the way, ist er natürlich jetzt auch zum Goku Day erschienen. Heute ist ja der Goku Day. Warum Goku Day 9.5? Weil japanisch ausgesprochen hört sich Goku an wie 9.5. mehr oder weniger. Oder 59.59, so in der Richtung. Jedenfalls, ja. Also ich finde das an der Stelle gar nicht mal so schlecht. Und ihr seht es auch schon vielleicht bei dem Goten. Der ist Legends Limited. Was heißt das? Er ist mehr oder weniger hinter den Tickets und er hat ein Legendary Finish. Ich werde gleich was dazu sagen. Es ist quasi der zweite Legendary Finish Charakter. Lass uns erstmal kurz das Banner ansehen, bevor wir reinspringen, weil es sicherlich ein, zwei Informationen gibt, die ihr auf jeden Fall wissen solltet. Zum einen gibt es ein Step-Up Banner, Freunde. Im ersten Step zahlt ihr 100 Crystals, bekommt 3 Charaktere. Im zweiten zahlt ihr 300 Crystals, bekommt ihr 5 Charaktere. Im dritten Step zahlt ihr 700 Crystals, bekommt 10 Charaktere. Diese 10 Charaktere sind aber Extreme Charaktere oder höher. Also im Step 3 gibt es keine Heroes Charaktere. Der vierte ist kostenlos. Beim fünften, ja, zahlt ihr 1000 Crystals, bekommt ein Ticket dazu. Mit dem Ticket könnt ihr hier sammeln, das gucken wir uns da auch gleich an. Und bekommt auch 10 Charaktere. Und Step 6 zahlt ihr 1000 Crystals, ist normaler Multi, 10 Charaktere. Aber es sind vierfach Raids für den Legendary Finish Goten. Und danach wiederholen sich die Steps nicht. Es ist nämlich folgendermaßen, Freunde. Diese Steps, wenn wir einen kompletten Step, wenn wir jetzt komplett die Durchlauf gemacht haben, ab Step 6 könnt ihr dann immer 1000 Crystals bezahlen, damit ihr dann quasi vierfach Rates immer noch für Goten habt und das sammeln könnt, üblicherweise. Aber das Ding ist, es steht explizit dran, dass sich die Steps täglich zurücksetzen. Das heißt, beispielsweise, ich sammle jetzt, hier steht das dran, Freunde. Ich sammle jetzt beispielsweise hier in dem Banner, ich mache alle Steps, aber um 7 Uhr zum Daily Reset. Der Daily Reset ist um 7 Uhr morgens. Dann wird quasi das Banner wieder zurückgesetzt und ihr könnt dann morgen wieder von Step 1 anfangen bis Step 6. Aber jeden Tag wird das quasi zurückgesetzt. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Information. Warum? Beispielsweise, wenn ihr vorhabt, in dem Banner gut zu sammeln die Tage, dann würde ich vielleicht bis Step 5 gehen. Dann zahlt ihr 2100 Crystals, auf den nächsten Tag warten, dass ihr das Ganze resettet. Warum? Denn dann habt ihr ein Golden Ticket, also dann spielt ihr auf diesen Golden Ticket. Warum geht man nicht auf Step 6 für die Vierfach-Rates auf Goten? Vierfach-Rates hören sich viel an. Der Goten kommt mit einer 0,25% Wahrscheinlichkeit und auf Step 6 hat er dann eben eigentlich die normalen Rates, nämlich 1%. Deswegen, wenn ihr vorhabt, die Tage zu sammeln, würde ich eigentlich eher mit dem Daily Reset spielen, bis zu Step 5 gehen mit dem Ticket. Aber Freunde, ganz ehrlich, vielleicht würde ich auch nicht hier allzu ham gehen, weil wir bewegen uns auf Dragon Ball Legends demnächst auf das Jubiläum hinzu. Das Jubiläum in Dragon Ball Legends ist demnächst, wenn nicht sogar direkt nach dem Step-Up-Banner, weil nach solchen Step-Up-Banner kommen immer solche Sachen, beziehungsweise im Mai, Ende Mai, Zeitraum Mai ist das Jubiläum. Letztes Jahr kam Legends um den Zeitraum raus, deswegen würde ich eventuell nicht allzu deep gehen oder hier auch vielleicht das Ganze skippen. Die Charaktere sind sehr geil, sie sind richtig gestört, machen auch in ein Team komplett, synergieren sie sehr gut, machen auch sehr viel Spaß sicherlich, aber müsste vielleicht unbedingt sein. Und mit dem Ticket, ihr bekommt ein Ticket, wie gesagt, ab Step 5 könnt ihr dann quasi hier summon. Goku und Gohan haben 20% Droprate, Gohan hat hier 5%, all die zwei anderen Legends Limited Charaktere, Beerus und Gohan, haben 2,5% Rate und alle anderen Charaktere 0,75%, wie ihr seht. Also, so viel dazu, war vielleicht ein wenig viel. Wir springen mal sofort in das, in die Summons rein. Aber ich wollte es auf jeden Fall sagen, denn vielleicht wusste es der eine oder andere nicht. Das sind wichtige Informationen, die man auf jeden Fall mal hören sollte. Deswegen wollte ich das wiederholen am Anfang. Ich hoffe, das war euch allzu stimmen. Wenn euch das Ganze im Endeffekt gefällt oder bis jetzt schon gefallen hat, dürft ihr den Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben, Freunde. Vielen Dank für die ganze Unterstützung in der letzten Zeit.
haben nämlich die 23.000 Abonnenten erreicht. Vielen lieben Dank dafür, Freunde. Und wir bewegen uns auf die 24.000 Abonnenten zu und dementsprechend noch auf den 24-Stunden-Stream. Also lieben Dank für die Unterstützung. Und genau, ich wünsche euch sehr viel Glück, falls ihr zusammen werdet. Wenn ihr gesammelt habt, könnt ihr mich gerne wissen lassen, was ihr gezogen habt. Oh! Oh! Annehmen. Oh mein Gott, den hatte ich nicht. Ihr habt's gesehen. Ja, und ihr seht es auch, alle Charaktere mehr oder weniger sind hier in diesem Banner. Nicht alle, alle wirklich. Ich denke nicht, dass Gogeta hier zum Beispiel ein Banner ist. Und oder Broly, ich kann mal gleich reingucken. Aber, oh mein Gott. Was war seine Dingfähigkeit nochmal hier? Zukunft und dann kommt SC. Nee, der ist komplett Zukunft. Aber in dem Hybrid-Saint-Team kann er auf jeden Fall sehr gut spielen. Geil, oder? Erstes Step, direkt einen guten zweiten Charakter gezogen. Ich meine, was hier auch für mich interessant ist, ist... Ah, nee, obwohl, warte mal, nee, Superboost nicht in dem Banner, ich hab was verwechselt, ich hab Cell mit Superboost verwechselt. Cell ist auf jeden Fall drin, Cell ist ein richtig guter Charakter, also wenn ihr nicht Featured Cell zieht, Hut ab. Auf jeden Fall sehr guter Charakter, Vegeta ist drin, okay, hier Cell, nee, okay, genau, Gogeta und Ding sind nicht drin, Broly und so, das wäre auch, das ist ja zu krank, weil die sind wirklich sehr gut. Genau, und jetzt haben wir jetzt die 300 Crystals, wir bekommen 5 Charaktere waren es, glaube ich, richtig, und... Ja, das mit den Legends Limited, Freunde, ist so eine Sache. Oh, das ist schwierig. Das ist mehr oder weniger. Und haben Legends das so... Also ich will nicht sagen, dass es quasi dem eines LR gleicht, also dem Status eines LR in Dokkan Battle, von der Rarität eigentlich schon. Weil Gohan zum Beispiel, LR Goten zum Beispiel hat 0,25%. LR in Dokkan Battle in ihren Featured Bannern, wenn sie Featured sind, zum Beispiel so wie gerade LR Gohan und Goten auf Global, die haben ein 0,5%, also Goten hat sogar weniger Prozent als LR in Dokkan. Also sie nehmen das schon wörtlich, Legends Limited, sie sind schon limitiert. Zuvor waren diese Charaktere, zuvor gab es ja Beerus und Gohan und die waren komplett hinter Tickets limitiert. Sie waren gar nicht im normalen Banner, man konnte sie nur mit den Tickets sammeln, da war ihre Rate höher. Aber ja, ist ein schwieriges Thema, kann man halt so oder so sehen. Ich meine, dieser Goten ist jetzt auch quasi im normalen Pool, mit einer geringen Rate, aber er ist halt drin und mit dem Ticket, ja, ist auch drin, dass sie ein bisschen erhöht, statt dem normalen Pool, aber ihr merkt schon, ist ein schwieriges Thema. Aber, ja, es ist, ich denke, das wird so bleiben mit Legends Limit Charaktere. Es werden sicherlich in Zukunft noch Legends, oh, ich hab die schon, okay, noch Legends, ah, genau, das ist, by the way, der Extreme Step, also mindestens Extreme Charaktere oder höher gibt's hier. Also ich glaube schon, dass es so bleibt mit Legends... Oh, okay, den hatte ich nicht. Sehr schön. Mit Legends Limited Charakteren. Ich will nicht sagen, was Trend ist, aber irgendwo ist es halt so. In einem Gacha-Game. Wisst ihr, was ich meine? Und Goten, bin ich ehrlich, Goten ist richtig gut. Also, ich will nicht sagen... Die Sache ist so. Das habe ich euch schon mal gesagt. Aber ein LR-Charakter in Dokkan Battle, ein Summonable vor allem, unterscheidet sich mehr oder weniger, es gibt Ausnahmen, von allen anderen Dokkan Festival TOR-Charakteren. Es ist halt ein LR, man merkt das. Bei Legends würde ich das nicht unbedingt sagen. Natürlich zum Beispiel Super Saiyan 2 Gohan und Goten sind richtig gut. Die sind schon, die spielen schon auch oben mit. Aber die sind so Broly, Gogeta, Cell, die sind auch auf jeden Fall in ihrem Niveau. Also sie unterscheiden sich nicht allzu stark davon. Da ist halt die Frage, wieso macht man das so mit diesen Legends Limited? Ja, es ist halt ein Gacha-Game im Endeffekt. Ihr könnt mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Das ist ein schwieriges Thema, kann man so oder so sehen. Zum Beispiel bei, ganz ehrlich, wenn ich das vielleicht so sagen darf, bei Goten und Gohan kann ich verstehen, wenn sie Legends Limited sind, weil sie sind auch richtig gut. Aber... Beerus? Beerus war der Erste, okay, aber Bide? Beerus? Der ist nicht auf dem Niveau von Goten und Gohan, finde ich. Vor allem Goten ist richtig gut, wenn man jetzt mit Goku und Gohan spielt. Aber Freunde, ja, wie gesagt, wir sind eigentlich nebenbei am Summon. Ja, das darf ich ja nicht vergessen. Ich tippe die ganze Zeit drauf. Einen neuen Charakter hätte ich schon gern. Das darf ich euch nichts erzählen. Wäre auf jeden Fall cool. Entweder Gohan, Goten oder Goku. Schauen wir, was gleich abgehen wird. Oder ob wir überhaupt aus den normalen Steps einen Spartan-Charakter ziehen. Wenn nicht, haben wir noch ein Ticket. Mit diesem Ticket bekommen wir garantiert einen aus dem Banner. Und da ist halt die Frage, welchen Weg bekommen wir? Die Charaktere sind echt gut. Also die neuen Charaktere. GG. Jetzt bekommen wir hier, boom. Ah, nicht Siegkraftliste, sondern, aber, nicht Siegkraftliste, bitte, Moment. Was soll ich gucken? Step-Übersicht, das ist einfach, achso, wir bekommen hier ein Ticket, genau, normale Multi. Alright, ich werde auch nur einen Durchlauf machen, mehr werde ich nicht reingehen, ich muss auch ein bisschen an das Jubiläum denken. Die Charaktere sind, also, ich hätte schon gern einen der neuen Charaktere, so ist es nicht, deswegen haben wir hier. Aber, in Lens ist so, wenn ihr ein gutes Team habt, mit dem ihr PvP spielen könnt, oder aktuell zufrieden seid, dann bräuchte ich den jetzt unbedingt auf Krampf, die neuen Charaktere. Wisst ihr, was ich meine? Es sei denn, ihr wollt sie ja ziehen, aber...
Verdammt, wir haben keine geile, gescheite Animation bekommen. Ich meine, okay, achso, einen Sparken haben wir schon gezogen. Logo, Future Gohan, der war natürlich sehr, sehr gut. Den habe ich schon total vergessen, den Namen. Der war natürlich sehr gut. Future Gohan ist ein guter Charakter. Aber Legends, komm! Einen der neuen Charaktere. Haben sie mir einen der neuen Charaktere? Sieht nicht so aus. Oh, ich dachte schon. Ich dachte, Extreme-Charakter will ich. Also, Extreme-Charakter sind einfach besser aus als Zero-Charakter. Oh mein Gott, ernsthaft? Okay, Moment. Jetzt ist die Sache folgendes. Folgende. Boom. Wir sind jetzt bei Step 6, okay? Wie gesagt. Oh, ich darf mich jetzt nicht vertippen. Step 6. 1000 Crystals und danach, nach diesem Step 6. Ah, wir haben hier 4. Verdammt nochmal. Oh mein Gott. Schade. Ja gut, Freunde. So viel dazu. Ein Ticket. Sollen wir zum Group Sum machen? Wenn ihr irgendwo Sum könnt, Freunde, dann könnt ihr mit mir gerne ein Ticket raus oder Single Sum. Egal welches Spiel, irgendwo, wo ihr Sum wollt. Ich wünsche auf jeden Fall sehr viel Glück. Ich drücke euch die Daumen, ich zähle gleich runter, dann tippen wir gemeinsam mit drauf. Weil wenn nur eine Animation kommt, dann ja, springt das halt in die Sums rüber. Also, danach könnt ihr mich wissen, was ihr gezogen habt, in den YouTube-Kommentaren oder auf den Social Media Kanälen. Alle Links in der Beschreibung. 3, 2, 1, go! Und jetzt bin ich drauf gespannt, was hier kommt. Wenn wir eine neue Animation bekommen, dann ist eines der neuen Charaktere, das wir auf jeden Fall. Jetzt komm! Nein! Verdammt! Ich habe auf Trunks gehofft, so dass er mit dem Schwert rein. Ja, okay. Einen der neuen Charaktere haben wir. Bardock ist noch gekommen. Wen? Gohan, Goten oder Goku? Es ist. Gohan! Okay, annehmen. Immerhin ein neuer Charakter, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Der hat jetzt 20% Rate, richtig. Goku auch und. Goten. Boah, die Charaktere sehen übertrieben geil aus. Die Artworks sind so genial. Oh! Sehr geil. Ja gut, Freunde, so viel dann auch zu den Legend Summons. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Genau, 5%, also gut hin. Wenn ja, dürft ihr dem Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Glück. Wenn ihr Sum werdet, lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr gesummt habt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my word. You a man, bro, don't you cry.